Ich lese immer wieder von Männern, die sagen, du kannst der weiblichen Psychologie nicht mehr trauen. Oder die behaupten, dass Frauen fremdgehen und Männer verlassen würden. Etwas, das diese Männer genauso machen würden, wenn sie die Chance dazu hätten. Mir hat eine Freundin diese Woche ebenfalls erzählt, dass sie von einem Mann versetzt wurde. Und ja, ich habe Freundinnen, mit denen ich nicht schlafen muss. Das geht, aber dazu nachher mehr. Das ist eine tolle Frau. Und er sagte ihr, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ich freue mich so sehr auf unser Treffen. Und dann hat das Treffen angestanden und auf einmal hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie schreibt ihm, Nachricht kommt nicht an. Nachricht wird ignoriert. 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 Am nächsten Tag hat sie dann gesehen, Nachricht gelesen. Immer noch keine Antwort. 4 Tage später, immer noch keine Antwort. Und sie fragt sich, und du kennst das auch. Das ist der Punkt. Wir müssen eins verstehen. Es ist nicht die Schuld von Frauen, dass sie uns nicht vertrauen. Oder dass sie skeptisch sind, wenn du sie anschreibst. Oder wenn du sie nach dem Date anschreibst und sie wiedersehen möchtest, dass sie dann zögerlich ist. Ich nehme Frauen nicht mehr in Schutz als Männer. Es gibt auf beiden Seiten verlässliche Menschen und nicht so verlässliche Menschen. Ehrliche Menschen und nicht so ehrliche Menschen. Ängstliche Menschen und mutige Menschen. Das sind einfach Fakten, Tatsachen. Es gibt überall dieselben Arten von Menschen und es gibt überall Arschlöcher. Dieses Problem haben Frauen genauso wie wir Männer. Und nein, es liegt nicht am Status des Mannes oder dem sexuellen Marktwert der Frau oder irgendetwas, was nicht diese Kernprobleme adressiert. Furcht, Mut und Unabhängigkeit. Und das, mein Lieber, gibt dir die Freiheit zu wählen. Nicht dein Status, nicht dein sexueller Marktwert, dein Selbstbild, dein Selbstwert, so wie du dich siehst, so gibst du dich auch. Und darum können wir nur eine Sache machen. Es ist egal, wer damit jetzt angefangen hat. Es geht nicht darum, Rache auszuüben. Wir können nur empathisch sein und uns nicht mehr auf ich oder sie fokussieren. Es zählt das Wir. Du kannst eine Frau nämlich unmöglich verführen, wenn du dabei nicht auch an sie denkst. An den Vorteil, den sie hat, wenn sie dich kennenlernt. Was soll sie davon haben? Was hat sie von dem 99. netten Mann, der einfach nur nett ist, aber seine wahren Gefühle verheimlicht? Der keine Grenzen setzen kann, weil er sie nicht verlieren möchte? Das machen die meisten. Aber wir wollen jemanden auf Augenhöhe. Du willst jemanden auf Augenhöhe, dann müssen wir uns auch dementsprechend verhalten. Es ist immer eine Teamarbeit. Ihr macht das gemeinsam. Sie verführt dich genauso wie du sie. Ich weiß, du merkst das wahrscheinlich nicht. Ich habe das früher auch nie gesehen, aber Frauen senden uns Signale aus. Damit helfen sie uns, damit tun sie ihren Part beitragen. Und wenn es dann bei dir an der Reihe ist zu handeln, ja, dann bekommst du Angst. Das ist es ja. Sie genauso. Sie bekommt ebenfalls Angst. Wir sind alle Menschen. Wie viele Männer behandeln Frauen wie das letzte Stück, in das sie einfach nur hineinspritzen und dann wie eine heiße Kartoffel liegen lassen wollen? Ist es da wirklich noch verwunderlich, dass wenn Frauen mit uns in Interaktion stehen, dass sie dann ein bisschen zögerlich sind? Ich weiß, du hast es nicht leicht gehabt. Auch ich wurde belogen. Auch ich wurde verletzt. Aber das heißt nicht, dass sie daran schuld ist. Sie ist nämlich mehr als deine eine Erfahrung, die du nicht loslassen möchtest. Die ist so viel mehr und so viel toller und so viel schöner. Diese Frau, die du jetzt kennenlernen willst. Es heißt einfach nur, dass wir verdammt nochmal Pech hatten und verletzt wurden. Und dass wir gerade deswegen vielleicht ein bisschen mehr Empathie dafür haben sollten, wenn es ihr genauso ging. Wenn du anfängst, Frauen zu verstehen und dich nicht mehr auf dich zu fokussieren, deinen Schmerz, deine Pein, deine Vergangenheit, sondern sie einmal ins Rampenlicht stellst, einfach versuchst, ihre Gefühle zu verstehen, mein Lieber, dann wirst du nicht nur ihr, sondern auch dir eine bessere Welt ermöglichen können. Und im Gegenzug dazu begehrt zu werden, geliebt zu werden, von ihr so angehimmelt zu werden, weil du verdammt nochmal einer der wenigen Kerle bist. Einer der wenigen Männer, auf den du stolz sein kannst, weil du dieses Spielchen nicht mehr mitspielst, weil du ehrlich zu deinen Bedürfnissen und Intentionen stehst und sie zeigst. Warum schaust du mich so an? Versuchst du mich gerade zu verführen? Sehr gerne, aber ich glaube, wir werden gerade beobachtet. Das kannst du ihr sagen. Möchtest du diese spielerische Leichtigkeit haben? Möchtest du gerne den Leitfaden haben, den die beiden hier ebenfalls genutzt haben? Oder willst du es weiter alleine versuchen? Hol dir deine eigene kostenlose Charisma-Analyse. Hier oder in dem Link in der Beschreibung. Die Wahl liegt bei dir.